Folge Nummer 55 von Aborion. Ja, wir sind jetzt hier im neuen Sektor. Ich bin schon durchgesprungen. Jetzt ist hier aber tatsächlich gar nichts. Nee, F9, dann wissen wir, dass da nichts ist. Ein Bergbauschiff ist tatsächlich hier, okay. Müsste mal gucken, ob hier irgendwo so ein Asteroid ist, den man einnehmen kann, ne? Da? Ne. Da? Ne. Da? Ne. Ja, ich denke mal, hier ist nicht wirklich was, oder? Eingabe des Flugvektors, okay. Das ist einer, aber das ist ein Titan und wenn es ein Titan ist, wollen wir gar nicht gucken, den kannst du da nicht einnehmen, ne? Nur normale kann man einnehmen, aber das ist jetzt auch egal. So, da sind wir hin, da war nichts, das heißt, wir springen mal einfach dahin und gucken. Ach so, wir wollten nach Waffenzulieferer schauen, ne? Ja, wieso ist das tatsächlich hier einer oder was? Nee. Da oben ist einer. Waffenfabrikzulieferer. Dann würde ich jetzt hier in der Richtung noch diese Sektoren mitnehmen, um dahin zu springen. Um dann wenigstens unterwegs zu sehen. Ja, 3.000 bis 4.000 Frachtraumgröße hatte der Thomas mir geschrieben, hat er bei seinen Schiffen. Und später dann 20.000 aufwärts. Müssten wir eigentlich jetzt auch bei uns gucken, ne? Was wir da haben. So, hier ist eine Fregatte und ein Biotop. Mehr nicht. Sehr interessant. Ein einzelnes Biotop. Da ist ein Handelsposten. Ja, komm, dann lass uns den Handelsposten mitnehmen. Vielleicht haben wir da Erfolg. Eine Sekunde noch, jetzt geht's. Ja, und Airwaffen machen, ne? Das war wichtig. Ich glaube, ich baue jetzt erst die Airwaffen. Könnte natürlich den Miner gucken, wie die da so sind. Aber jetzt will ich erst eins zu Ende bringen. Güter handeln. Ziel, Erfassungskarten. Ne? Super, oder? Körperpanzerung. Gut. Karte. Und jetzt schaffen wir da hin. Und dann wollen wir hoffen, dass wir es da finden, ne? Da ist das nächste, wenn. Wow. Und sonst suchen wir hier erst weiter. Ja. 14 Sekunden Zeit, ne? Das sieht so groß aus, aber ist auch nicht, ne? Gut, kein Asteroid dabei. Wir springen. Jetzt wollen wir nur hoffen, dass die das da haben, ne? Aber der Thomas hatte, glaube ich, auch geschrieben, Zielerfassungssysteme brauchen wir nicht unbedingt, aber sie sind sehr genau und dadurch ist die Abbaurate besser. Also nehmen wir das auch mit. Waffenfabrikzulieferer. Tja. Hat er nicht, ne? Gibt es noch was anderes hier, was interessant ist? Waffenfabrik selber. Güter handeln. Zielerfassungskarten. Tja. Erbitte Flugvektor. Sehr interessant. Jetzt gibt's hier nichts. Nichts von Interesse. Da ist noch ein Blip, den wir nicht entdeckt haben. Aber eher wollte ich nach da oben. Komm, wir springen dahin. Nee. Da ist es. Springen wir da hin und fertig.
gucken wir uns das da an, ne? Na? Dauert so lange? Ist was faul? Nicht. Kupfermine. Nee. Immer noch auf der Suche nach einem Asteroiden. Hier ist Handelsposten. Nix. Gibt's hier noch mehr? Ich muss nicht. Gesundheit, danke. Muss ich leiser machen, damit ihr euch nicht so erschreckt. Der zweite Handelsposten ist da. Krass, Zielerfassungssysteme. Da fliegen wir doch mal hin, oder? Haben wir Glück gehabt. Ist jetzt die richtige Fraktion? Das ist die Frage, ne? Ne, passt schon. Bin ich gerade so schnell da drinnen vorbeigedüst? Naja. Interagieren. Da ist ein Dockingport. Ah, super, zu früh gedrückt. Gedockt. Sehr interessant. Güter handeln. 91. Kaufen. Gut. Jetzt brauchen wir nur Waffen. Hersteller. Und der war da. Fliegen wir wieder zurück, oder? Und weg sind wir. Dann gucken wir uns das jetzt an, wie das geht. Ich habe keinen blassen Schimmer, ich habe noch keine Waffe gebaut. Ich hoffe, das funktioniert. Und ich habe irgendwo ein bisschen Ahnung davon. Und hau jetzt nicht meine Ressourcen raus und habe nachher irgendwas kaputt gemacht. Da ist er. Ich denke mal, ich muss docken, ne? Hier müsste ein Dockingport sein, oder? Ja. So. Geschützturm bauen. Also. Seltenheit. Doppelpunkt Defense MG Bauplan. Will ich nicht. Hatte ich nicht schon mal irgendwo was? Der? Können wir aus dem. Ist das gut oder ist das nicht gut? Außergewöhnlich. Effizienz 90, Reichweite 1,73, Schadenstyp Energie.
Tech 18. Jetzt habe ich die Blaupause dafür gebaut. Wo ist sie? Wo ist die Blaupause jetzt? Abwrack, ne. Bergbau, Bauplan. Hier hätte ich gar nicht den anderen nehmen müssen. Sondern den nehmen müssen wahrscheinlich, ne? Kann ich irgendwo dran erkennen, Bergbau? Da ist, müsste ein Bergbauer sein, ja, ist er. Doppel-R Bergbau, 23. Ungewöhnlich. Da ist auch noch einer. Tja. Reichweite 1,73. 1,18,1 Effizienz. Effizienz 90. Der ist ja schon mal viel besser dann. Ich baue den einfach mal. Das braucht man alles dafür. Aber ich kann den dazu machen. Und wo sehe ich, was sich verbessert? Nirgends sowas, ne? Ah, doch, da jetzt. Okay, das heißt, DPS. Wenn ich wüsste, was DPS heißt, ne? Das kenne ich nicht. Was haben wir hier? Hochleistungslinsen. Ach so, das ist die Reichweite. Die spielt jetzt nicht unbedingt eine Rolle, aber Effizienz ist cool und DPS geht jetzt wieder hoch. Wo habe ich den für gehabt? Ach, unabhängiges Zielen gibt es dann dazu, okay. Eigentlich brauchst du das nicht, das hatte der Thomas auch geschrieben. Der Spaß kostet mich 400. Bauen wir doch mal, oder? Können wir auch zweimal bauen, aber dreimal können wir es nicht mehr bauen. Jetzt habe ich die Dinger, ne, oder? Nur wo? Da? Ja. Und zu wenig sozusagen, ne? So, jetzt müssen wir den Crafter nur finden. Der steht hier, oder was? Ein Schiff von Asreiter. Wo war denn der? Traveler, Discover, da ist Craft. Der befindet sich dort. Der baut auch noch ab, ne? Ich sag mal, der soll mal hierher kommen. Wir bauen hier weiter ab. ...1050 Asteroiden sind hier. Kein Ressourcendepot. Komm mal da hin. Jetzt gucken wir erstmal nach einem Ressourcendepot. Keins hier. Da ist eins. Das heißt, er kann gleich dahin fliegen. So, und dann haben wir hier 2128 Asteroiden. Das ist doch schon mal cool. Aufbauen, ab und Schleife. Eigentlich müsste ich jetzt gucken erst, was das für einer ist. Und der Thomas hatte gesagt, so ein Spinnennetz. Also diese alle drumherum abfliegen und immer wieder hierhin oder sowas. Ja,
Könnte man machen, ne? Aber erstmal bauen wir hier direkt ab, oder? Macht doch Sinn. Bis er nichts mehr hat und dann gucken wir weiter. Gut. Da sind wir damit erstmal durch, würde ich sagen. Ich hoffe, das habe ich alles so richtig gemacht. Das wird der Thomas mir aber auch schreiben, das weiß ich. Das ist auch gut so. Und bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass er das für mich macht, hier immer so die Tipps geben und sowas. Und ja, wir müssen nächstes Mal dann mal da reingucken, vielleicht wie groß der ist, ob da wirklich so viel Raum, Frachtraum frei ist, dass wir da auch gut was machen können. Ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Nee, ist kein Asteroid.